Die Messe Haus und Energie lädt dieses Wochenende zum Besuch ein. Und bereits am Freitag wurde im Hamener Weserberglandzentrum dazu feierlich begrüßt. Ja, herzlich willkommen zur Eröffnung der diesjährig 20. Bauausstellung von Haus und Energie. Ich begrüße zu meiner Rechten den Bürgermeister, den Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Herrn Claudio Griese. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die 20. Veranstaltung mit zu eröffnen. Ich begrüße Frau Susanne Treptow als Geschäftsführerin der Stadtwerke Hameln. Sie ist auch hier präsent. Vielen Dank. Ja, Energie geht jeden an. Ich freue mich, dass wieder 70 Aussteller hier präsent sind. Ein herzliches Willkommen im Weserberglandzentrum der Stadt Hameln. Es ist ja wie so ein wahren Leben. Es gab Zeiten, da war die Messe hier im Weserberglandzentrum und dann so kurz bevor die Volljährigkeit kommt, wird man dann mal früher und geht woanders hin und dann sind sie passend zur Volljährigkeit wieder zurückgekommen. Ich glaube, wir machen gleich mal runter und schauen noch mal genauer, was da alles sich hier hinter von dir. Und danke für die Aufmerksamkeit. Und als sich der Initiator und langjährige Veranstalter Rainer Timpe zusammen mit dem Oberbürgermeister Claudio Griese auf den Rundgang machten, gab es nicht nur Gelegenheit, sich die Messeneuheiten zu beschauen, sondern auch Raum für das ein oder andere Gespräch mit den Ausstellern. Und bei all dem Trubel geriet fast in Vergessenheit, dass es sich dieses Jahr doch um eine beträchtliche Jubiläumsveranstaltung handelt. Es ist das 20. Mal hier in Hameln und das Wichtige ist, wir haben ganz, ganz viele Aussteller, insgesamt 70 an der Zahl und 80% davon aus der Region. Zu sehen ist auf der Messe so einiges und insbesondere ist die aktuelle Tiefzinsphase ja auch ein guter Anlass, sich über die Renovierung oder den Neubau einer Immobilie mal Gedanken zu machen. Also wenn ich jetzt wirklich an meiner Immobilie etwas machen will oder eine neu bauen will, dann am besten jetzt. Und bei uns gibt es sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Bedarfe. Und wenn wir hier helfen können mit so einer Messe, sind wir, glaube ich, genau richtig aufgestellt. Um sich über die neuesten Stile der Wohnarchitektur mal zu informieren, bietet sich ein Besuch im Hamener Weserberglandzentrum am Rathausplatz jedenfalls an. Also ich glaube, hier ist für jeden was dabei.